Und damit herzlich willkommen zum Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Es geht um 100%. Ich bin nicht der, wo einfach durchlauft einmal und das war's, sondern ich versuche es zu wagen, 100% zu lösen. Es heißt, alle Trophäen zu sammeln. Ich spiele es auf der PlayStation 3, die HD-Version. Die gibt es seit 2021 oder 22 gar nicht mehr auf dem Markt, auch im Store nicht mehr. Vielleicht kann man es doch irgendwo auf CD holen, aber so im Store ist es komplett raus. Ich hatte noch Glück damals, 2009, nee, 2013 habe ich das einmal auf der Xbox geholt für 360 CD und 2014 sowas Download im Store auf der PlayStation 3. Und da bin ich froh, weil wollte ich das jetzt kaufen, hätte ich kein Glück mehr. Aber ich bin der Glückliche und habe die schöne HD-Version. Natürlich ist es auf englische Sprachausgabe, aber mit deutschen Untertiteln. Es ist bei jedem Metal Gear Teil so, außer bei PlayStation 1, da gab es die deutsche Sprachausgabe. Da wird es auch doch in LP kommen. Aber ich fange erstmal mit PlayStation 3 Version an, weil die Teile brauchen etwas länger. Alleine schon durch die Erfolge. So, Optionen. Ich glaube, erstmal müssen wir einiges einstellen. Die Kamera. Ja, kann ich das hochschieben, ohne dass es alles auffängt? Ich riskiere es mal. Einmal flupp. Ob das hinhaut? Keine Ahnung. Sollte aber eigentlich hier so passen, ne? Noch bin ich ein Anfänger, wenn es um OBS geht oder andere Schneideprogramme. Leider habe ich noch keine gute Schneideprogramme, weil die kosten noch etwas. Das wird noch ein bisschen dauern, aber habt noch ein bisschen Geduld. Und ich hoffe, dass ich einige Helfer Stück für Stück dazu bekomme, die mir auch unterstützen, wie und was funktioniert und wie das am besten lösen soll. Mikrofon auch schwierig zum Einstellen. Jetzt habe ich es so laufen gebracht, dass der Sound passt. Ich höre mich jetzt doppelt in meine Kopfhörer. Ich hoffe, man hört nicht doppelt in der Aufnahme. Ich habe es dreimal ausprobiert, wenn nicht noch mehr. Ja, 100% wird schwer, sage ich euch jetzt schon. Controller, mein Beileid, Copyright lässt viel grüßen, aber mir sollte es doch nicht so schlimm sein mit Copyright, weil ich das als Hobby mache und als nebenbei. Ich habe vor, auch in Zukunft über YouTube etwas zu verdienen, aber erst etwas später. Und da mache ich auch vielleicht noch einen zweiten Kanal. Aber sehen wir dann, wenn es auch soweit ist. Jetzt erstmal noch nicht. Livestream hätte ich auch vor, aber da muss auch einiges gemacht werden, geregelt werden und so weiter und so fort. Bleiben wir erstmal noch normal. Dann werde ich noch einiges an Abonnenten habe. Wenn ich mich bereit fühle, dann mache ich richtig Livestream. Ein paar wollten schon, dass ich beginne. Klar, würde ich auch gerne, aber man muss bedenken, was ich auch komplett vergessen habe. Internet. Ja, Internet ist bei uns
extrem beschissen, sag ich jetzt mal. Als es noch läuft, ja, ich könnte davon, wie lange. Also noch läuft es gut mit Internet, aber dann gibt es wieder Zeiten, wo es oft abbricht, dann ist es wieder nicht da. Und es stellt mir vor, Livestream live läuft perfekt, aber eben nicht bei der Aufnahme und bei Live. Das wäre wiederum nicht so cool. Ich hoffe, dass auch die Full HD in der YouTube-Aufnahme hochgeladen werden kann. Wir haben es so einigermaßen eingestellt, aber ob das auch so ankommt, wie ich es hoffe, weiß ich nicht. Ich bitte darum und hoffe, dass ihr das bestätigen könnt, weil sonst habe ich ein Problemchen. Ja. Hier scheint es alles zu passen. Ich habe das 100% auf meinem alten Account schon mal gemacht. Erst dachte ich, zeige euch die ganze Trophäe, was es alles gibt. Aber ich glaube, das mache ich dann extra. Weil allein die Trophäe zu zeigen, dauert schon 20 Minuten. Die LPs alleine, wenn auch mehr als eine Stunde dauern. Je nach Schwierigkeitsgrad. Denn leider muss man von extrem europäisch anfangen für die 100%. Alleine schon durch die Hundemarken, die es gibt, zu sammeln. Das zeigt euch auch gleich, wenn es hinhaut. Ich muss sehr oft speichern, laden. Ja, es kann sein, dass ich mich oft aufrege. Vor allem bei der VR-Mission. Darauf habe ich jetzt schon keinen Bock. Das ist das Schlimmste, das es jemals gibt. Ich dachte, die Evil Within bei PlayStation 4, die Akumi-Version, die Schwierigkeitsgrad, das wäre schon schlimm genug, aber nein. Das VR ist noch um vielfach schlimmer. Und ich will mich beim ersten Part schon gleich mal sauber aufregen. Ach du Scheiße. Die Schwierigkeitsgrad muss man schon mal freischalten. Ach nö. Verflixt. Es heißt, man muss sogar erst normal anfangen und dann schaltet man den europäisch schwer frei. Ich dachte, man hat den schon Anfang an. Ach, Body, Junge, nein. Es will noch nicht, dass ich leide. Erst würde ich, also das will, dass man erst normal durchspielt und dann auf europäisch schwer. Aber die Hundemarke muss man dann nochmal sammeln. Weil es sonst nicht einspeiert bleibt. Oder bleibt es sonst entspeiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh. Schwer. Bei mir heißt es immer, hart ist. Also schwer ist leicht, leicht ist schwer. Bei Metal Gear ist es tatsächlich so. Bei mehreren Wegen Situationen. Aber man das erstmal freischalten muss, muss man ja auf normal. Ja, hilft nichts, okay. Es gibt verschiedene Typen mit Radar, ohne Radar oder Radar. Bei einfachen Eindringlingen, nicht bei Eindringlingen. Ich nehme das typische 2, weil ich das schon gewohnt bin. Und ja, der Controller ist voll geladen, jetzt kann er nicht mal abstecken. Und bitte lauf. The Hudson River, 2 years. Entschuldige. Noch ein Versuch. Also, Schwierigkeitsgrad normal.
vergessen, Untertitel einzuschalten. Sorry. So, Typ 2. Geht schon gut los. Nee. The Hudson River, 2 years ago. Jetzt halt. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Schön getarnt, aber sauber. Und da ist ja der Solid Snake, mein absoluter Lieblingscharakter. Auch das lasse ich beim einmal durchlaufen. This is Snake. Alles laufen. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny.
Mei-Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry. I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9? It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water on the riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take?
take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS-74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the K-A-62, the civil model. Look, Snake. All we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Okay, und ich glaube, ihr wisst warum. Jetzt gesagt habe, dass es länger als eine Stunde sein könnte. Allein durch das ganze Gespräch. You want to save, Snake? Und durch die Videosequenzen. Ich hoffe, dass es alles, wie gesagt, so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Perfekt klappt zwar noch nicht, allein schon durch das Kamerabild, oh je. Snake, you of course know the saying, one for all, all for one. What is this all of a sudden? Oh, I figured you'd need a lot of motivation, so I came prepared. It's from the Three Musketeers. The book, not the candy bar. Easter egg. Anyway, it means that if you go up against everyone by yourself, they'll gang up on you too, I think. Since you're on your own on that ship, you need to take this to heart and avoid confrontations. How is that? Just like the old days, huh? Almost reminds me of Mei Ling, but you sure you got it right? Of course. And I'll teach you a lot more of these. You can count on it. Great. Und die Köpfe, weil übrigens die Joystick und Kamera bewegen. Falls ihr wundert, warum das der Kopf da bewegt. Das geht sogar. So. Eigentlich müsste ich den von hinten überraschen. Aber... mein Kamerabild ist doch ein bisschen blöd hier. Moment. Ups. Aber ein bisschen kleiner, oder? Weißt du so? Ich denke mal, ja. Glaubt zwar nein, aber für Anfang. Man braucht eigentlich eine Tarnung. So, die viel klar als erste. Sehr schön. So, normal Durchlauf. So. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo und was alles war.
Geht die schon jetzt? Weil mir jetzt Urschleich von was? Weil Dogs bräuchte man eigentlich schon, gell? Oh oh. Geht jetzt schon schlecht aus. Ich seh schon. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Genau. Die Button bräuchte man noch öfter. Reaktion kann man auch durchschütteln. Es geht eh schon so schief. Aber so habe ich es, ich denke mal, früher gemacht. Letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Schon 2023. Man bräuchte locker. Ach. Nee, Moment. Doch, nein, doch. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bräuchte ich nur die Tarnindex. Ah, verdammt. Bei Gelegenheit zeige ich euch einmal, wie das eigentlich gewollt wäre. Gelegentlich. Dann spielen wir es doch erstmal normal durch. Die Trophäen, die man den Erstdurchlauf holen kann, zeige ich euch. Umsonsten. Also 8 Durchläufe braucht man auf jeden Fall. Keine Frage. Das ist es sowieso. Das hätte ich eigentlich vorgehabt bei Livestream. Aber wie gesagt, Time to save. Dauert leider noch etwas. Dafür mache ich im Livestream eine Sache, es war ein Speedrun. Und ja, speichern werde ich sehr, sehr oft. Ich muss auch daran denken zu speichern, das vergesse ich sehr oft. Wäre natürlich nicht so gut. Jetzt habe ich das halt noch übersprungen. Ja, okay. Die kommen echt noch, eh noch öfter. Außer ihr wollt jetzt einzeln hören, dann lasst es natürlich laufen. Kommt ja runter. Nee, oder? Okay, Glück gehabt. Freeze. Don't kill me. Genau, so muss man es eigentlich machen. Und er beitelt die Hundemarke raus. Das muss man bei jeder Wache einsammeln, dann dürfte eigentlich gleich eine Trophäe auftauchen. Ja, die erste Trophäe. Wenn man das alles macht, glaube 500, ne, 32, 52. Es gibt auf jeden Fall sehr viele. Wenn man alle einsammelt, bei jeder Wache, dann passiert sowas. Geht das auch schon mit dem Feuerlöscher? Mit dem Bewusstlosen braucht man einer, der wach ist. Ich probier's mal. So, einmal hier rüber. Thank you.
Zählt das schon? Palazzi. Da kommt denn noch einer. Nein, 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 du hast mich nicht gesehen. There's somebody there. Nein, nee. Nächster. Schlaf. Sehr schön. Und jetzt überlege ich gerade, soll ich mir die Hundemarken jetzt schon anfangen? Aber ich glaube nein. Nee, nee, nee. Ist schwierig. Jetzt anfangen, noch nicht jetzt anfangen. Aber eine habe ich schon mal geholt. Damit ihr wisst, um was es geht. Man muss die Wachen leider merken, wo man schon überall gesammelt hat. Ja. Du kannst erstmal runter schlafen gehen. Liegen bleiben, schlafen. Bei normal gibt es doch nicht so viele Wachen. Bei hart würde doch vorne auch doch einer stehen. Ins Schlaf. Komm. Dankeschön. Genau, da vorne würde auch doch einer stehen. Bei europäisch schwer gibt es auch schon 4 Wachen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Alle holen. Jawohl. So. Alles einsame Rationen sind halt für Leben. Genau, die Hundemarken. Jetzt wird es eigentlich noch nicht viel bringen. Aber sobald ich europäisch will, dann muss ich es. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Bitte schlaf weiterhin. Freeze. What are you? Not him. Would you shoot that prisoner? Genau, da wollte ich jetzt auch gerade ansprechen. Manche Hundemarken kann man nur mit der andere Waffe quasi rausholen. Das ist der M9, mit der M6 glaube ich war das. Da kann man den rausschütteln lassen, weil der dann Panik bekommt. Weil diese Waffe, die ich jetzt habe, ist nicht bedrohlich. Es betäubt ihn nur. Und mit der anderen Waffe kann man eben auch bedrohen. Dann sollte man alle Hundemarken bekommen. Zum Schluss raus wird es dann etwas noch schwieriger. Ich glaube, jetzt bin ich falsch gelaufen. Da muss ich noch nicht hin. Da muss ich da schon hin, aber noch nicht jetzt. Ah, es ist doch einer da. Alles klar. Ich dachte, ich komme erst bei nächster Schwierigkeitsgrad. Aber gut.
Da könnten vielleicht sogar Easter Eggs dabei sein, aber erkenne ich nicht. Oder zu unscharf. So, ich muss hoch. Erst hoch, dann runter. Hier schon mal nicht. Noch weiter raus. Auf die andere Seite, dann hoch. Ich habe das schon locker 200 Mal durchgespielt. Mama mia. Da ist noch einer. Ach, der ist ja aufgewacht. Ups. Guten Morgen. Wenn du schon brav bist, dann darfst du am Leben bleiben. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Leider kann ich es nicht hell stellen. Habe ich schon probiert, aber leider mit der Auflösung geht es noch nicht. Oh, you need to save? Ein anderer Bildschirm, ja. Aber etwas später. Wenn die nicht zu teuer werden. Ne, ihr kennt das ja. Computer, hohe Qualität, nicht billig. Jetzt habe ich schon übersprungen. Ja, okay. Aber es ist eh sehr oft doppelt und dreifach. Daher bewegt sich das. Scheinbar nicht. Resident Evil, wenn das klappt, dann kann ich auch bald Resident Evil raushauen. Ja, auch zu 100%. Richtig. Klar, mit dem kann man es doch nicht kaputt hauen, ne? Nee. Da war die andere Waffe. Aber ich wollte es doch mal probieren. Auch wenn ich es weiß. Gefühlt Kamera ein bisschen zu klein, ne? Aber okay, vielleicht sieht es nur von der Aufnahme so aus. Schauen wir mal. Jetzt müsste der Wache wieder nach rechts gehen. Nein. Hier rüber. Da kommt auch noch eine. Da ist eine Box. Man muss ja alles sammeln. Für Trophäe. Die Box Nummer 1. Das ist die typische Marke für Snake. Einfach in der Schachtel zu verstecken. Um nicht entdeckt zu werden. Schlafroute. Sehr schön. Oh, da wird ein Feuerlöscher. Ja, okay. Muss ich sagen, muss ich doch mehrfach durchlaufen. Aber dass es so dunkel ist. Ich muss doch mal ein bisschen rumbasteln. Weil nur im Bildschirm liegt das jetzt, glaube ich mal, nicht. Der Bildschirm, wo ich jetzt habe, ist ja eigentlich nicht für HD ausgelegt. Komplett 4K leider nicht, aber jedenfalls HD. Hallo? Snake, wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors. Right, and they're linked to... Let me guess, Semtex. Exactly, plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Genau, ein Feuerlöscher, den brauchen wir da hinten. Aber erstmal möchte ich noch links irgendwie, ohne dass mich erwischt. Schachtel ist automatisch ausgelegt.
kann man schon durchgucken. Die Hundemarken sind bei der Alarmstufe, weil sobald man Alarm auslöst, kommt ja auch quasi Wachen. Oder damit kontrollieren dann. Aber die, die in Alarmbereitschaft sind, werden eben dann nicht als Hundemarken anerkannt. Weil die mich, keine Ahnung, nicht dafür gedacht sind. Das war die perfekte Gelegenheit. Kommt Trophäe, aber haben wir nur noch mehr. Ja, das Trophäe. Einmal Pfeilöscher für die Wache. Snake hat eine Erkältung. Und dann ist es schon erledigt. Wenn man bedenkt, eigentlich ist das sehr easy. Denken viele. Dachte ich auch am Anfang. Nichts einfach. Ein paar ja. Viele leider nein. Es gibt noch viele, wo doch sehr oft grübeln müssen. Aber das sieht ihr dann. Erstmal genieße ich bei dem normalen Durchlauf, bevor ich dann zu sehr aufregen. Muss unten durch, genau. Und da erwartet der erste Boss. Es gibt, glaube ich, 7 oder 8 Bosskämpfe. Aber auf jeden Fall genug. Nicht 18 ist, raus bitte. Obwohl, eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Aber es gibt ja Menschen, die das anders sehen. Für mich an sich ist es nicht schlimm. Snake, did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out of the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal. Alle Szenen sind so spannend, Leute. Ich habe bei jeder einzelnen Szene immer wieder Gänsehaut. Aber sowas von. Aber mein Favorit von Metal Gear Solid Reihe ist und bleibt der vierte Teil. Aber der zweite Teil hat auch sehr viel geile. Blut bleibt eingeschalten. Das ist für Erwachsene auch etwas Interessantes. Hier sieht man, glaube ich, noch nicht allzu viel, oder?
Ist das doch eingeschalten? Eigentlich ja. Ich hoffe. Untertitel sollte immer noch auf jeden Fall einschalten, das habe ich jetzt leider vergessen. Deswegen ein doppelter Start am Anfang. Ja, okay. Den Fehler mal hinwegsehen, nimmst dich zuerst. Aber mein Kopf denkt sich so, Junge, cool, nicht cool. Und ich habe vergessen, die Boxen auszuschalten. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker hold. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secure. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Diese Enkel. Wisst ihr alle, wer es ist? Von Metal Gear Solid 4, die Sunny. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too? I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. There. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Oops. It stopped me. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion! Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Sagt sie. Aber es gibt einige Animes, die das können. So. Eine Frau kämpfen zu lassen. I've been with the unit since I was cool. Born. I grew up on a battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything. All the bad and all the good. I have no one. Nothing except the unit. Nothing else matters to me. Ich lasse ihn noch leider oft treffen. Was nicht gut ist. Whoever you are, you're not stopping us. Weil im Spiel muss ich dann schon oft aufpassen.
jetzt kommt. Wenn ich wahrscheinlich gleich die erste Aktion nehmen müssen. Licht könnte man auch ausschießen. Bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Dafür sehe ich sie kaum. Der war knapp. Granate. Oh. Der Waffe sollte man schon hier schalten. Der Leben ist doch einigermaßen in Ordnung. Aber umso schwieriger es wird, umso weniger Leben. Ist ja klar. Ganz rund. Und noch einmal. Sehr schön. Bossrush, da hält doch ein bisschen Aura. Mhm. Keine Sorge, das Kind lebt noch. Eines ist hier. Extrophäe, Story-Trophäe. Licht aus. Das taucht auf, wenn man sie besiegt. Eine neue Waffe. Das geht mal zu kurz nicht vor das. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich? One of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah. It just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't
Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Ja, die den Scouter heißt das so, USB. Die USB. Warum USB? USB-Stick. USB-Waffe. Ah ja. Die Schüttel nicht vergessen. Da bekommt man auch eine Hundemarke für. Haben bestimmt schon einige oft verpasst. Kenne ich. Ich auch. Aber liebe Freunde, ich glaube, das war's für den ersten Part. Oder schauen wir noch da, ja, schauen wir noch da einfach, bevor es das war. Schauen wir noch kurz. Erstmal speichern bitte, weil wenn er mich entdeckt, dann heißt es verstecken. Easter Eggs gibt es auch noch einige. Wirklich sehr viel. Haste. Und will ich vielleicht noch zum Schluss Stück für Stück reinschneiden. Vorsicht, Junge, Vorsicht, Vorsicht. Freeze. Ja, damit. Okay. Genau. Der nächste Box. Ich dachte, es war der mit der neuen Waffe. Da weiß es ja mit Keller unten. Da geht es im nächsten Bereich in der nächsten Part weiter. Ich genieße es. Aber es ist noch zu dunkel. Ja, da muss ich ein bisschen anpassen. Ansonsten müssen wir so dabei durch den Part ganzen LP durch. Bis wir eine Lösung gefunden haben. Noch weiter hoch. Da war doch irgendwas, oder? Ja, da liegt was. Gehen. Alles klar. Alles mitnehmen. Jeden einzelnen Schwierigkeitsgrad, alles mitnehmen. Ist noch wichtig. Wenn sollte was sein, hat man es dabei. Hat man es nicht dabei, dann hat man meistens Problem. Und das wollen wir ja vermeiden. Ich glaube, wenn man raus reingeht, taucht eine neue Wache auf mit einem neuen Dock Hundemarke. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Okay, liebe Freunde, das war's für den ersten Part von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf alle Fälle. Ich genieße es. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich hoffe, es läuft alles. Ich hoffe, es wird auch in HD hochgeladen. Und ja. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen für mehr und für mehr Mut für 100%. Und ansonsten gibt es sonst was eigentlich nicht. Ne? Ja. Bis bald. Habe die Erde miteinander.